Hallo, alle, die wie ich Hummus lieben, jetzt aufgepasst, hier ist mein ultimatives Hummus-Rezept. Ja, wenn ihr mein letztes Unboxing-YouTube-Video gesehen habt, dann habt ihr feststellen können, dass ich mir bei MyFairTrade ein paar neue Sachen bestellt habe, unter anderem schwarze Sesampaste. Und ihr wisst ja, ich liebe Hummus, deswegen wollte ich mal ausprobieren, wie das wohl mit schwarzem Sesammus geht. Und ich muss sagen, es funktioniert. Es sieht optisch, ihr werdet es jetzt dann gleich sehen, ein bisschen speziell aus. Also entweder man mag optisch spezielle Sachen oder nicht. Aber geschmacklich ist es echt top, weil dieses schwarze Sesammus, das ich verwendet habe, das riecht nussig, so zartbitter, leicht herb. Und es ist echt mega lecker, also ich finde es super. Also alle Hummus-Liebhaber hier draußen, ich bin sicher, ihr mögt auch meinen schwarzen Hummus. Optisch ist es so eine Sache. Ein paar Follower haben mir geschrieben, was hast du da reingemacht? Beton oder Teer oder was ist das? Aber hey, man muss mal neue Sachen ausprobieren im Leben, nicht wahr? Deswegen jetzt hier Film ab mein Hummus-Rezept für euch. Ja, das schwarze Sesammus ist roh vegan, das heißt, die geschälten Sesamsamen werden bei maximal 40 Grad in einer Luftkammer getrocknet. Es enthält viel Kalium, Eiweiß, ist reich an Kalzium, Magnesium, Ballaststoffen, ein super tolles Produkt. Und auch sonst habe ich in meinem Küchenschrank ganz viel toller Healthy Food von MyFairTrade. Also schaut da unbedingt mal im Webshop vorbei, die haben echt so tolle Sachen. Jetzt aber zurück zum Hummus. Wir brauchen Kichererbsen, ich verwende die aus dem Glas, Zitronen, Knoblauch, Olivenöl, weißes und schwarzes Sesammus und ein bisschen Salz. Dann als erstes spüle ich mal die Kichererbsen gründlich mit Wasser ab und gebe sie in meinen Mixer und dann werden die erstmal klein gemacht. Und ich sage euch, das Wichtigste am Hummus machen ist ein guter Mixer. Wenn ihr das habt, ist es so easy. Wenn ihr die Kichererbsen klein habt, kommen 2 Esslöffel vom weißen Sesammus hinzu und 3 vom schwarzen. Wenn ihr jetzt normalen Hummus macht ohne schwarzes Sesammus, könnt ihr einfach ein bisschen mehr vom weißen reinmachen. Knoblauch mit dem Küchenbrett zusammendrücken, dann könnt ihr die Haut super easy wegschälen und dann kommt das zusammen mit dem Zitronensaft, frisch gepresst, in unseren Topf hinzu, dann kommt handgleich mal ein Schuss Olivenöl dazu, bisschen Wasser, dass es nicht zu dick wird, mixen und das war's. Noch ein kleiner Tipp, geht sparsam mit dem Wasser um, ihr könnt immer noch am Schluss mehr Wasser reinmachen, weil wenn ihr zu viel habt, wird es zu flüssig. Also, schwarzer Hummus, es sieht definitiv anders aus als normaler Hummus, ganz klar. Also optisch auf jeden Fall ein Unterschied. Und ja, es stimmt schon, optisch, es sieht ein bisschen aus wie irgendwie Teer oder Beton oder sowas. Es ist ein bisschen lustig, das stimmt. Aber irgendwie finde ich es farblich noch ganz witzig, so mit farbigem Gemüse und dann einfach schwarzer Hummus. Aber jetzt mal, das Optische soll ja nicht immer das Wichtigste sein, sondern die Qualität davon. Und ich finde wirklich geschmacklich, finde ich es total interessant, da dieses schwarze Sesammus so nussig schmeckt irgendwie. Also probiert's mal aus. Wenn ihr auch so crazy Hummus verliebt seid wie ich, könnt ihr jeden Tag immer noch Hummus essen. Also ich kann euch das echt empfehlen. Holt euch mal schwarzes Sesammus und probiert's einfach mal aus. Also geschmacklich echt top. Wie immer wisst ihr Bescheid, woher ich meine Sachen habe, aus meinem Lieblings-Health-Shop, MyFairTrade und auch mein Kooperationspartner. Verlinkt unter diesem Video in der Infobox.